mit dem Ball Richtung Windsheimer. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Nico. Herzlich willkommen zur 8. Folge der HSV-Karriere. Diese Folge werden wir unter anderem das Spiel gegen St. Pauli haben, als auch gegen Ingolstadt, die in echt auch aufgestiegen sind. Relegation gegen Osnabrück geworden. Und dann haben wir noch ein Spiel in der Liga gegen Dresden auswärts. Ja, ich würde sagen, wir machen den Monat durch, denn der nächste Monat ist der Monat Dezember, geht zum Pokal gegen Bielefeld. Und dann sind wir auch schon wieder fast in der Transferphase. Zum Anfang der Folge haben wir außerdem nochmal eine gute Nachricht. Und zwar ist Lewe Martin für den POTM im Oktober nominiert. Mal gucken, ob er diesen gewinnen kann. Eigentlich hat er ja eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Wir werden das Ergebnis sehen. Und da kommt die enttäuschende Nachricht. Sulemani von Hannover 96 ist Spieler des Monats geworden. Leider nicht Lewe Martin. Hat wohl nicht gereicht für ihn in dem Monat Oktober. Halt der Maul. Halt einfach der Maul. Nach der Enttäuschung bei der Spieler des Monats Wahl haben wir jetzt eine gute Nachricht, und zwar Tim Leibold ist Nationalspieler Deutschlands geworden. Haben Sie einen Musikvorschlag oder andere Ideen? Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Fans. Infos gibt es natürlich wie immer auf der Internetseite. Es ist der 13. Spieltag der zweiten Bundesliga. Es ist das Hamburger Stadtderby. Der FC St. Pauli empfängt den Hamburger Sportverein hier auf St. Pauli. In echt wäre man natürlich jetzt im Millerntor-Stadion. Hier im Spiel ist es jetzt die Ivy Lane. Auf jeden Fall. Es ist trotzdem ein Stadtderby, auf das man sich freuen kann. Im Tor Stojanovic und die Viererkette mit Ditgen, Kamara, ich kann mich hinterher, Salazar, Benatelli, Buchtmann im Mittelfeld, Kehré davor und vorne drin Burgstaller und Marouche. Die Viererkette noch mit Kamara, Avivor und Zander. Kommen wir zur Aufstellung des HSV. Im Tor Heuer Fernandes, dann die altbewährte Viererkette mit Leibold, Ambrosius, Schonlau und Jamra. Das Vierer-Mittelfeld mit Opoku, Haier, Onana und Jatta. Vorne drin Lewe Martin, der zuletzt sehr gut gespielt hat, und Philipp Hofmann. Freuen wir uns auf eine hoffentlich spannende Partie hier im Stadtderby in Hamburg. Haier auf Martin, der Richtung Bakariata. Bakariata mit dem Schuss. Stojanovic hält diesen Ball gerade so noch und fälscht den Ball noch ab. Die Ecke durch Opoku Richtung Hofmann. An die Latte. Onana mit der Chance. Jetzt ein Freistoß durch Buchtmann. Oder doch durch Benatelli. Benatelli läuft rüber. Buchtmann. Euer Fernandes mit der Parade. Und Schamra. Onana auf
Hofmann über Umwege. Kommt der Ball denn noch zu Upoku Stojanovic mit der Parade? Wieder Hofmann. Und Haier Richtung Leibold. Der Eckstoß durch Upoku. Ich. Wieder auf Marusch gegen Ambrosius. Sehr auf Kire und Schonlau mit einem Foul. Schonlau kam da zu spät im Strafraum gegen Kire. Und jetzt die Chance für den FC St. Pauli mit einer 1-0 Führung in die Pause zu gehen. Marusch nach unten links und er schießt vorbei. Somit geht es mit einem 0-0 in die Halbzeitpause im Stadtderby in Hamburg. Jetzt Marusch und der FC St. Pauli wieder gegen Schonlau. Kire mit dem 1-0 für St. Pauli. Und jetzt Leve Martin raus auf Bakariata. Der hat Platz über außen. Bakariata Stojanovic mit der Parade. Stark gespielt vom HSV. Eigentlich auch ein guter Abschluss, aber eine noch bessere Parade. Upoku mit der Ecke. Wieder Richtung Hofmann. Hofmann übers Tor. Hofmann auf Onana, der auf Upoku, der vorbei, der wird gefoult und es gibt Freistoß. Levin Martin jetzt mit einem Freistoß aus ungefähr 18 Metern. Levin Martin und der geht rein. Stojanovic kommt noch ran, aber Levin Martin kriegt den Ball irgendwie so über die Linie rüber. Starker Freistoß aus 18 Metern von Levin Martin über die Mauer von St. Pauli. Stojanovic noch dran, aber kriegt den Ball nicht geklärt. Ein Konter über Leve Martin und über die linke Seite mit Upoku. Hat viel Platz und viel Zeit Richtung Bakariata, aber der ist am Abseits. Sieht Upoku wieder auf Außen, der wieder zurück auf Martin und der auf Winzheimer und wieder ist es Abseits. Wieder eine knappe Geschichte dort. Aber wieder ist es abseits. Ah, diesmal aber nicht ganz so knapp wie eben bei der Aktion von Bakariata. Leve Martin über rechts kommt Brav mit. Brav jetzt mit dem Ball Richtung Winzheimer. Der zurück auf Jonas David und Jonas David mit dem 2:1 zu den Hamburger SV. Die eingewechselten Spieler dort im Zusammenspiel mit Jaden Brav, Winzheimer und Jonas David am Ende mit dem Tor.
Der Schiedsrichter pfeift diese Partie ab. Der Hamburger SV gewinnt das Stadtderby mit 2:1 durch Tore von Lewe Martin und ein knappes Ding am Ende von Jonas David. Wir sind nun in der Jugendabteilung angekommen. Wir verpflichten Luca Imhoff, Imhof, glaube ich, für 2 Millionen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. Diesen schicken wir. Wo schicken wir den denn mal hin? Wir schicken ihn einfach in die Schweiz für 3 Monate. Und Karl Bender geht nach Deutschland, obwohl wir gucken jetzt einmal, ob wir vielleicht noch einen dritten holen können. Ja, wir könnten noch einen holen und zwar Corneliu Catagiu für 3,2 Millionen, kommt aus Rumänien. Ja, wir lassen das erstmal. Wir gehen erstmal nur mit Luca Imhof und Karl Bender, den schicken wir nach Deutschland und dann sind wir mal gespannt, was so für Talente kommen werden. Gegen Ingolstadt gehen wir in die Schnellsimulation. Links seht ihr unsere Aufstellung. Die Viererkette verändert sich. Rick van Drongelen, Leisner und Van Ewijk kommen rein. Und dann im Mittelfeld kommt Jonas David rein, der im Spiel gegen St. Pauli getroffen hat. Und vorne in der Sturmposition kommt noch Robin Meissner rein, der zuletzt ja auch eigentlich immer gut gespielt hat. Gegen Pauli war er nicht dabei, aber vielleicht zeigt das ja jetzt, was er kann. Wir spielen 1-1. Meissner mit einem Tor sogar. Kutschke 2 Minuten später und in der zweiten Halbzeit passierte gar nichts. Es ist der 15. Spieltag. Dynamo Dresden spielt gegen den Hamburger SV. Der Hamburger SV zuletzt mit einem Unentschieden gegen Ingolstadt und einem Sieg gegen St. Pauli im Rücken bei Dresden-Hosina mit 3 Toren in den letzten 3 Spielen. Mal gucken, ob die HSV-Abwehr ihn heute in Schach halten kann. Kommen wir gleich einmal zur Aufstellung von Dynamo Dresden und fangen im Tor folgendermaßen an. Dresden mit Wiegers im Tor, Dreierkette mit Becker, Mai und Ehlers, davor Meier, Stark, Weihrauch, Mörschel auf der 10, Husina und Sohm im Sturm, im rechten Mittelfeld Diawusi. Beim HSV gibt es nur eine Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel. Franks kommt rein auf der 6 statt Jonas David. Opoku über außen mit einer Flanke Richtung Lewe Martin, der mit dem Kopfball am Tor vorbei. Schonlau mit dem Ballgewinn auf Martin, der auf Meissner, der ans Außennetz.
Ja, SV ist hier die spielbestimmende Mannschaft bisher. Dresden mit kaum einer richtigen Chance. Somit geht es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeitpause. Franks mit dem Ballgewinn. Meißner auf Opoku. Der bekommt den Ball noch. Flanke Richtung Lewin Martin und da ist das 1 zu 0 durch Lewin Martin. Vorlage kam von Aaron Opoku. Stark durchgesetzt von Lewin Martin in der Mitte und dann ein stark platzierter Kopfball. Ah, der Torwart hätte den vielleicht haben können, aber jetzt ist es eh egal. Jetzt steht es 1 zu 0 für den HSV. Rosina Fernandes. Und da ist das Auswärtstor. Dynamo Dresden gleich nach einer Ecke aus. Bisher nicht viel zu sehen von Dynamo Dresden. Langsam wurden sie gefährlich. Und der HSV kassiert somit den Ausgleich. Martin auf. Jatta, der mit ganz viel Platz. Jatta, Bakary Jatta mit ganz viel Platz in die Mitte. Winsheimer kommt nicht an den Ball. Martin. Wieder ist Jatta über außen durch. Diesmal hat Bakary Jatta noch mehr Platz. Der liegt wieder quer und diesmal ist Winsheimer da und macht das Tor. Ich weiß nicht, was ich hier sage. 92. Minute. Manuel Winsheimer mit dem 2 zu 1 für den HSV. Und somit müsste das Spiel jetzt eigentlich entschieden sein. Ganz viel Platz bei Bakariata da auf dem Flügel. Er legt ihn erneut quer und Winsheimer schiebt diesmal den Ball ins leere Tor ein. Und das Spiel ist vorbei. Hamburg gewinnt 2 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Dresden war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge spielen wir im Pokal gegen Bielefeld. Danach ist das Spiel gegen Nürnberg, dann gegen den zweiten aus Hannover und dann schon wieder gegen Regensburg. Somit verabschiede ich mich jetzt von dieser Folge. Schaut bei Instagram vorbei, da gibt es immer wichtige Nachrichten rund um die Karriere als auch andere Sachen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao, euer Nico.